auferstandenen Jesus Christus in Johannes 20, Vers 29, was da lautet: Glückselig sind, die mich sehen und doch vertrauen. Ihr seid da, ihr seht und ihr vertraut. Jesus lebt und er ist auferstanden zu einem neuen, ewigen Leben. Jesus lebt und er schenkt uns durch seine Auferstehung Hoffnung auf ein ewiges Leben mit ihm. Vor 14 Tagen war ja Ostern und wir haben eine Predigt gehört über die Bedeutung der Auferstehung. Nur 50% der Christen glauben an eine biblische Auferstehung von Jesus Christus. Das lässt mir immer noch keinen Ruhe. Und wir haben auch gehört, zu den anderen 50% gehören wir. Die buchstäblich an die Auferstehung Jesu Christi auch hören und glauben und es auch weiter sagen dürfen. Wir glauben, wir vertrauen auf diese Aussage der Heiligen Schrift und versammeln uns Woche für Woche hier, um gemeinsam dieses Wort Gottes zu hören, zu lesen. Manchmal braucht man keine menschlichen Worte dazu. Manchmal reicht das Wort der Heiligen Schrift. Und wir spüren, es tut uns doch gut. Ein Halt im Leben zu haben, eine Hoffnung, einen Sinn zu erkennen, wofür bin ich überhaupt da? Und dafür, meine Lieben, danke ich meinem Schöpfer für die Erkenntnis aus seinem Wort und für die persönlichen Erfahrungen in meinem Leben und für die Gemeinschaft in euch. In der vergangenen Woche beschäftigte mich besonders eine Trauerfeier, wo etwa 100 Personen anwesend waren. Das war am Montag. Es gab da viele Tränen am Grab von den Angehörigen, die scheinbar nicht ganz auf Gott und seine Auferstehungshoffnung vertrauten oder vertrauen konnten. Die Verstorbene war Alleinadventistin gewesen. Sie hatte einen großen Verwandtschaft und Bekanntschaftskreis, die da waren. Ihre Eltern waren Adventisten, aber sie sind schon sehr früh gestorben und die Großeltern auch schon längst verstorben. Für die Glaubensschwester, die ihr Leben lang auf Gott vertraut hat, 8 Jahrzehnte lang, war es nach einem halben Jahr Leiden im Krankenhaus wirklich eine Erlösung, dass sie friedlich einschlafen wollte. Der Tod und der Abschied hier auf Erden von unseren Lieben gehört zum Alltag, gehört zum Leben. Wir Christen haben eine ganz große Hoffnung. Wir werden uns wiedersehen. Jesus lebt und er ist auferstanden. Und dieses Wiedersehen geben wir auch an anderen weiter. Was kommt auf uns zu, das lesen wir in der Heiligen Schrift. Heute Morgen möchte ich gerne euch so einige Gedanken, die mich beschäftigen, aus Offenbarung 21 und 22 mit. Worte Gottes aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift. Und in Kapitel 21, 1, die bekannten Worte, wo Johannes schreibt: Er sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht. Glaubst du an den Himmel? Ein Reporter machte einmal eine Umfrage an einem internationalen Flughafen und fragte die Leute: Sind sie sicher, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie diese Welt verlassen? Das Ergebnis war sehr interessant, die Antworten einstimmig. Es gab nur 2 oder 3 Personen, die sich ein bisschen aufgeregt haben über diese Fragen, aber die meisten sagten: Darauf kann man doch nicht antworten. Das weiß man ja nicht, ob man in den Himmel kommt. Ich denke, solch eine Antwort ist typisch für viele Menschen in unserem Land. Vielleicht die 50%, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Haben wir eine Antwort auf die Frage: Glaubst du an den Himmel? Die Bibel erklärt uns sehr deutlich, dass wir darüber Bescheid wissen können. Warum wissen so viele Menschen nichts davon, dass sie das ewige Leben haben können? Wissen die Menschen nicht, dass sie auf dem Weg zum Himmel sind? Unsere Hauptaufgabe als Freikirche ist es, Menschen
den Weg zum Himmel zu zeigen und sie auf den Weg zu begleiten. Ich habe diese Woche nochmal in unseren Gemeindebuch hineingeschaut und da ist mir nochmal aufgefallen, was ist eigentlich die Hauptaufgabe unserer Strukturen, unserer Gemeinschaft, uns selbst und die Aufgabe des Gemeindeausschusses, die Leitung. Menschen auf den Himmel vorzubereiten. Und manchmal muss ich selber gestehen, schaffe ich das auch nicht. Wir sind so in dieser Mühle drin, wir sind so in diesem Zeitlauf drin. Ist das eine schöne Entschuldigung? Aber dennoch denke ich, dass der liebe Gott uns durch den Heiligen Geist schenken kann, dass wir diese Hauptaufgabe, Menschen den Weg zum Himmel zu zeigen, nicht vergessen. Viele Menschen wissen nichts über diese biblischen Linien. Im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief 5, 13 lese ich: Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, und jetzt kommt, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Also, wenn wir die Bibel lesen, wenn die Menschen um uns herum diese Worte lesen, und wir selbst auch, dann haben sie auch das Wissen und die Erkenntnis über die Dinge, die da kommen. Doch es scheint so, dass selbst Christen in unserer Gesellschaft sich nicht immer sicher sind, ob sie in den Himmel kommen. Und wir, haben wir die Sicherheit? Übrigens, der Himmel ist nicht irgendwo da oben. Der Himmel bedeutet für mich, die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das schon heute, das im Jetzt. Der Glaube, das Vertrauen an ein Leben in Zukunft scheint ja den Menschen zu aller Zeiten mitgegeben worden zu sein. Man denke zum Beispiel nur an die Erbauer der großen Pyramiden in Ägypten. Ich erzählte euch davon eine Predigt. Diese Menschen hatten einen starken Glauben an ein Leben nach dem irdischen Tod. Um 2600 vor Christus baute man eine der größten Pyramiden, eine Höhe von ursprünglich 146 Meter. Zum Vergleich habe ich mal nachgeschaut, Straßburger Münster ist 143, den Kölner Dom 157 Meter. Es wird geschätzt, dass diese Pyramide 2,3 Millionen Steinblöcke enthält. Das durchschnittliche Gewicht eines Blockes mit je 2,5 Tonnen. Wie die das alle bewegt haben müssen. Das Gesamtgewicht der ganzen Pyramide wird auf 6,8 Millionen Tonnen geschätzt. Und so fragt man sich, warum hatte man solch ein massives Bauwerk gebaut? Welchen Zweck sollte denn sie dienen? Wir wissen heute, dass im Inneren der Pyramiden Grabkammern sind. Die Pharaonen, die sie bauen ließen, wollten, dass ihre Grabstätte für alle Zeiten erhalten blieb. Denn sie glaubten, dass ihre Seele nach dem Tode weiterleben würde. Aus diesem Grunde wurde der Körper als Mumie aufbewahrt und man kann ja solche Mumien noch in den ägyptischen Museen sich anschauen. Nahrungsmittel, Kleidung, Schmuck, Wertgegenstände, die sie für das nächste Leben bereit haben wollten, kamen in die Hand.